Cosmo, rutsch doch mal ein bisschen, damit Apollo auch Platz da oben hat. Kann ja wohl nicht euer Ernst sein. Ach, Mensch. So, wo sind wir hier? Wir befüllen hier Wasser. Guck mal, wie schön es hier ist. Oh, ich weiß nicht, ob du hier raus kannst. Keine Ahnung, ob hier Menschen sind oder so. Da hinten steht auf jeden Fall ein Wohnmobil. Hier ist hier eine Menge Wasser. Ja, sehr schöner Ort. Aber ich weiß nicht, ist halt eine Tankstelle, ne? Apoche, guck mal, wo wir stehen. Guck mal, wir machen jetzt hier Pause. Guck dir das an. Ist das nicht schön? Wenn du möchtest, können wir da runterlaufen. Apoche, musst du sagen, hast du Lust oder hast du keine Lust? Oder ist Mittagszeit nicht so deine Zeit? Sonst wird Cosmo wieder laufen, wenn du nicht willst. Sag. Sag. Ich glaube, Cosmo will jetzt doch raus. Er ist aufgewacht. Tja, Apollo. Du kannst es dir ja noch überlegen. Und mir dann Bescheid sagen. Du möchtest raus? Du findest es hier gut? Ja? Na gut, ich finde es hier auch schön. So, ist hier Karma? Nein. Ich werde jetzt versuchen, zu diesem Wasserfall zu kommen. Ah, besser zu diesem. Und werde versuchen, mir hier Wasser abzuzapfen. Oh, hoffentlich versinke ich nicht schon wieder wie letztes Mal. Meint ihr, das ist das jetzt sauberes Quellwasser oder ist das nicht sauberes Wasser? Ich weiß es nicht. Ich meine, wird das nicht durch die ganzen Steine gefiltert? Ist das ganz schön moosig hier, muss ich sagen. Ich werde mir jetzt einfach was davon abfüllen und gucken. Ich werde schon nicht dran sterben, oder? Meine Hand wird komplett nass. Ich bin ein bisschen nass geworden, aber ich habe eine Flasche. Ich meine, das sieht doch sauber aus, oder? Mal gucken. Ich warte einfach, bis mir irgendjemand was in die Kommentare schreibt. Schnell weg hier. Marcel lässt schon den Motor laufen. Und dann gucken wir, ob ich das trinken kann oder nicht. Uschi, du bist dran. Ich habe mir ein ganz besonderes Plätzchen für dich ausgesucht. Das wird dir gefallen. Kannst du hier so lange warten, ohne Terz zu machen? Nein, ne? Ja, ich weiß. Ja, aber Apollo ist jetzt dran. Verstehst du? Malaporchi, ist das nicht perfekt für dich? Dunkel, menschenleer, sandiger Boden zum Buddeln. Mensch. Habe ich mir das nicht gut einfallen lassen? Hm? Jetzt kannst du gucken. Gucken, wo du hinlaufen möchtest. So. Ah, es ist dunkler, als es auf dem Handybild aussieht. Ich muss schon sagen, es ist schon echt dunkel. Und sollte es hier nicht in so einem Wald irgendwie Steinpilze geben oder so? Oder habe ich das falsch in Erinnerung? Komm, wir gehen weiter gucken. Aber wenn ich Marcel sage, komm, wir gehen Pilze sammeln, wird er sagen, boah, du spinnst doch. Das können wir auch in Deutschland machen. Hier in Norwegen sollten wir uns Sachen angucken. Und es gibt viel zu viele Sachen für so in so einer kurzen Zeit. Das schaffen wir gar sowieso gar nicht alles zu sehen. Und du willst etwas machen, was wir auch in Deutschland machen können. Hat er recht. Aber die Gelegenheiten sind einfach zu perfekt. Ich meine, guckt euch mal diese Gegend an. Es ist wunderschön. Und irgendwas quiekt hier die ganze Zeit. Apollo wird die ganze Zeit abgelenkt, weil er denkt, das sind Mäuse oder Vögelchen oder so. Und denkt sich, ja, wo sind die? Wo kommen diese Geräusche her? Was ist denn das nur? So,
Wir werden jetzt noch ein bisschen durch die Wälder laufen, hier, wo auch immer Apollo dann hin will, außer auf die Straße. Das machen wir dann doch nicht. Aber ja, ansonsten kann er laufen, wohin er will. Weil ich glaube nicht, dass uns hier irgendein Hund oder irgendein Mensch begegnen wird. Oder? Ich hoffe zumindest nicht. Wir haben gerade zwei Rehkitze gesehen. Die waren süß. Hoffentlich begegnet es uns auch hier nicht, solch ein Tier. Weil davon hätte das Kätzchen bestimmt auch Angst. Aber er ist nicht so ein Panikmacher wie Cosmo. Er fängt dann nicht an, sofort panisch wegzurennen. Trotzdem möchte ich das nicht. Na, Kätzchen. Ja. Das fand Apollo jetzt richtig toll. Vorsicht. Er will die Drohne. Er will, dass du die Drohne nochmal fliegen lässt. Ja, Katzi will Drohne. Guck, er denkt Vögelchen. Guck mal, der geht da jetzt hoch, um genauer zu sehen. Apollo, guck mal, Papi lässt nochmal Drohne fliegen. Guck. Guck, wir sehen ihn da im Spiegel. Na, ob er es schafft, direkt vom Fenster zu landen? Guck mal, Puschi, da ist sie. Da ist der Vogel. Ja, was ist das? Ist das ein Vogel? Ja, oh, da wird Apollo ganz aggressiv. Kann man den essen? Apollo. Apollo, kann man diesen Vogel essen? Ne? Weg ist er. Und ich dachte mir, ich zeige euch noch ein paar Fotos, die ich gestern auf dem Weg von den Landschaften gemacht habe. So aus dem Auto mit dem Handy sind die meisten passiert, wie das hier zum Beispiel oder das andere davor auch. Hier war ich ja unten am Fluss. Natürlich sind die Bilder alle bearbeitet. Ich bearbeite sie mit Lightroom. Da gibt es Presets. Manchmal stelle ich sie mir selber. Manchmal gucke ich irgendwelche Vorlagen irgendwo bei irgendwelchen Vorschlägen, gibt es auch. Und ja, dann lege ich einfach ein Preset drüber und dann sieht das Bild total toll aus, als hätte man das mit der größten professionellen Kamera gemacht. Aber nein, das hier sind alles tatsächlich Handyfotos. Mein Handy ist Samsung Galaxy S23 Ultra. Allerdings reicht mir der Speicherplatz nicht und der Nachteil bei dem Handy ist, man kann keine SD-Karte reinstecken. Der Vorteil ist, sie nimmt ganz schön coole Bilder auf.